Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr wieder hier hinter diesen Teleporter kommt, wo sich dann die ganzen Zombies vor euch versammeln und ihr ganz leicht auf Hyrons gehen könnt. Ihr braucht nur eine Betäubungsgranate und am besten Juggernaut und schneller laufen, Leute, wäre auch nicht verkehrt. So, wenn ihr dann alles habt, dann kommt hier auf dem Dach, Leute, und bringt am besten einen Zombie mit und betäubt ihn genau da, wo ich ihn betäube. Dann lauft hier zurück, Leute, und jetzt müsst ihr hier Anlauf nehmen, gegen dieses Geländer laufen und messern. Ihr braucht nicht springen oder so. Dann fliegt ihr in die Luft, dann dreht euch nach links und dann könnt ihr nämlich hier drauf klettern. So, wenn ihr dann hier oben seid, dann geht den Weg hier, den ich laufe. Ihr könnt hier auf dem Dach eine kleine Pause machen und euer Leben regenerieren. Und wenn ihr das dann habt, Leute, dann geht hier links einmal drauf, springt hier rüber. Von hier aus springt hier rüber und dann nimmt Anlauf und klettert hier drauf, Leute. Von hier aus läuft ihr einfach geradeaus durch, bis ihr hier beim Teleporter seid. Lasst euch hier fallen und ihr seid hinter der Map. Wie ihr seht, braucht ihr auch nicht rasender Wächter zu aktivieren. Aber falls ihr ein bisschen langsamer seid, dann könnt ihr auch den rasenden Wächter aktivieren, sodass ihr kein Damage von der Barriere bekommt. Sofern ihr natürlich ein Schild dabei habt. So, jetzt werden sich die ganzen Zombies wieder hier versammeln und ihr könnt wieder auf Hyrons gehen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr doch gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.